Hey Leute, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche reingekommen. Ich habe mir jetzt mal Heyday wieder drauf gemacht. Und ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nee, ich weiß schon, wo ich anfangen soll. Ich weiß auch, wo ich ende, aber ach, mich nervt es einfach. Ich hatte wirklich gehofft, dass heute das Aufgaben-Event kommt und ich einfach noch ein paar weitere Dekorationen für das Sammelbuch sammeln kann. Aber nein. Also vielleicht kommt es morgen, okay, alles gut. Aber mich ärgert was ganz anderes. Nicht unbedingt, dass es heute nicht gekommen ist, sondern mich ärgert, dass man keine Infos bekommt. Wo ist das Problem, einfach rechtzeitig eine Info rauszugeben, wann ein Event kommt, beziehungsweise wann nicht? Also halt hauptsächlich, wann ein Event kommt. Wir haben hier diese Anzeigetafel und da stehen halt die laufenden Events immer drauf, wie lange die noch gehen. Finde ich auch total super. Okay, manchmal ist es ein bisschen uneindeutig, was da steht. Aber wir nehmen es hin. Dann haben wir die globalen Events. Okay, Sätze haben wir das. Haben wir bekommen, genau. Jeder hat ein tanzendes Schäfchen bekommen, alles in Ordnung. Und ja, wo ist jetzt das Problem, diese Ereignistafel mal zu erweitern? N nur so, weißt du? Also, weißt du vor allem. Wer bist du? Weißt du? Ach, wenn ich wieder mit mir selbst rede, egal. Also. Ich blende euch jetzt mal was ein. Ich habe mal was zusammengebastelt aus dieser Ereignistafel. Ich habe einfach mal was zusammengeworfen und das blende ich euch jetzt ein. So, und jetzt Gegenfrage, oder generell Frage. Wäre es so schwer, sowas mal zu gestalten? Einfach eine Ereignistafel zusammen mit den Daily News am besten oder halt zu den Daily News beziehungsweise zum Monatswechsel oder wie auch immer. Das kann monatlich gebunden sein, das kann einfach immer für die nächsten 4 Wochen gelten. Einfach, dass man ein bisschen Vorlaufzeit hat. Sie müssen ja nicht alles immer wochenlang vorher zeigen. Das ist ja Quatsch. Also darauf will ich ja auch nicht hinaus. Aber ich verstehe das Problem einfach nicht, warum man nicht so ein bisschen Vorlauf gibt. Sie geben halt gar keinen Vorlauf mehr. Wir wissen, dieses Event kommt irgendwann diesen Monat. Wir wissen absolut nicht wann. Natürlich kommen jetzt wieder welche und sagen, ja, Supercell will halt nicht, dass du dich da richtig vorbereitest. Du könntest ja die Maschinen mit allen möglichen Sachen füllen. Sind wir mal ehrlich? Wer das Event wirklich spielt, der bereitet sich sowieso vor. Auch wenn er es erst einen Tag vorher erfährt. Also, ob er das jetzt einen Tag vorher erfährt oder eine Woche vorher, spielt da eigentlich keine Rolle. Klar, wenn er das erst an dem Tag erfährt. Aber auch so, wir sind ja teilweise trotzdem präpariert. Ich sammle auch möglichst wenig ein zur Zeit. Ich lasse halt immer so ein bisschen liegen. Ich habe auch die Scheune ganz oft voll. Ich muss auf jeden Fall meinen Soßenmacher hier nochmal anwerfen. Der kann ein bisschen Sojasauce machen, einfach nur damit er länger beschäftigt ist. Und meine Luftballonmaschine läuft tatsächlich gar nicht zurzeit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch machen soll. Ich komme sowieso nicht hinterher. Also, ich komme nicht hinterher im Sinne von, es werden andere Sachen angefragt oder ich habe einfach kein Schiff da, weil ich nehme die Schiffe halt nicht schneller ran. Das nächste kommt jetzt in einer halben Stunde ungefähr. Können wir dann machen. Oder mache ich dann, da bin ich dann wieder offline. Aber wo ist das Problem? Und selbst wenn sich die Leute vorbereiten, dann lass die Leute sich da vorbereiten. Man kann nur begrenzt Waren vor den Maschinen lagern. Man kann nur ja in einer bestimmten Reihenfolge die Sachen produzieren. Das heißt, wenn das ja, Aufgaben-Event kommt und will zum Beispiel, ach, was weiß denn ich, meinetwegen hier, mach 3 Maisbrot. So, okay, wunderbar, dann habe ich die fertig. Jetzt kommt aber dieses Event und sagt, mach mir 4 Schokopopcorn. Ja, was jetzt? Ich habe da aber das Butterpopcorn vorne dran liegen. Also muss ich das erst einsammeln, damit ich dann das Schokopopcorn einsammeln kann. Wo war jetzt mein wahnsinniger Vorteil, dass ich mich vorbereitet habe? Ich habe mich nur für die eine Aufgabe vorbereiten können. Wenn die nächste jetzt wieder kommt mit Butterpopcorn, muss ich trotzdem von vorne produzieren. Also im schlimmsten Fall werden Sachen angefragt, die ich halt trotzdem nicht hier liegen habe oder die ich weiter unten liegen habe und wo ich dann vorher erst andere Sachen einsammeln muss. Sprich, der Vorteil, den ich habe, wenn ich es vorher weiß, ist nicht ganz so gravierend groß für mein Empfinden. Und für mich als User wäre es aber wahnsinnig angenehm, einfach rechtzeitig zu wissen, wann Events kommen. Einfach so ein bisschen vorher. Natürlich, wir haben die Wochenevents, die werden immer angekündigt. Alles gut. Wobei ich auch da sagen muss, da schläft Supercell gerne mal mit den, also damit, dass sie die News dann in-game auch veröffentlichen. Auf dem Discord-Server machen sie sowieso gar nichts. Ey, wirklich ein trauriger Verein, das ist nicht so. Ich finde es so furchtbar. Sie haben auf dem Discord-Server über 50.000 User und kriegen es nicht hin, da einfach gescheit Infos rauszugeben. Rechtzeitig, immer nahbar, einfach. Nein, sie kriegen es nicht hin. Ich finde es ist so schlimm.
Ja, aber nochmal ganz kurz zurück zur Grafik. Also, sowas würde ich mir halt vorstellen. Sowas würde ich mir wirklich wünschen. Und für mich persönlich, ja, ich. Nee, ich verstehe es nicht. Ich finde es einfach nur unschön. Und als User fände ich es wahnsinnig toll, wenn ich ein bisschen mehr ein Gefühl dafür hätte. Sie verraten in den Daryl News sowieso, was kommt. Sie verraten die Events ja mittlerweile auch. Da, also dafür Daumen hoch, bin ich ja schon mal froh, dass wir das dann wissen. Aber das war's dann auch. Dann kriegt man diese Daryl News am Ende des Monats und den ganzen nächsten Monat laufen alle wie die Hühner durch die Gegend und so, okay, was kommt da jetzt noch? Okay. Und dann kommt irgendwas und dann hat man es schon wieder halb vergessen, weil die Daryl News wieder 2,5 Wochen her sind und dazwischen aber keine richtige Teaser-Nachricht mehr kam. Die Content-Creator durften wieder nichts posten, die dürfen dann erst am Tag des Updates was posten und kriegen nur halbe Infos oder was auch immer. Nee. Ich wollte es einfach nur mal rauslassen. Also ich wollte nur mal rauslassen und diese Grafik raushauen und sagen, es könnte doch alles so einfach und so nutzerfreundlich sein. Es wäre doch so schön, nicht wahr? Ja, und jetzt hoffe ich, dass morgen dann das Event weitergeht. Oder weitergeht, dass morgen das Aufgaben-Event dann vielleicht wirklich startet, pünktlich zum Geburtstag. Maggie ist derweil wieder da mit neuer Dekoration. Sie ist heute gegangen, hat schnell eingekauft und ist jetzt wieder mit der Karnevalsdekoration da. Ich habe tatsächlich das Haus gekauft. Hat mir noch gefehlt, beim Truck und beim Laden habe ich die Diamantendekos gelassen. Gefallen mir nicht sonderlich und nein, danke. Einfach nein, danke. Ja, wir könnten mal gucken. Ja, ich kann im Katalog, die beiden hier kann ich mir noch schnell abholen. Musikdohle holen wir uns mal schnell noch ab und Rocktänzer haben wir noch nicht. Da haben sie auch was umgestellt. Die ersten beiden sind hier rausgeflogen und dann haben sie die von hier hinten irgendwo, haben sie die nach vorne gezogen. Und deswegen sieht hier alles so merkwürdig aus. Das macht mich ganz nervös. Aber gut, dann haben wir die. Und jetzt habe ich da noch 5 offen. Genau, wird noch kommen. Bandposter wird auch noch kommen. Und dann hoffe ich, dass ich den Frontsänger aus den Kisten bekomme. Das Fantreffen aus dem Aufgabenereignis sollte kein Problem sein. Und Lichttechnik wird hoffentlich dann hier über das Meilenstein-Event kommen. Sehe ich jetzt kein Problem. Werden wir dann schon erreichen. Also der ist eigentlich auch sehr gesichert. Die einzige Variable, die noch drin ist, ist dieser Frontsänger. Und für den habe ich halt noch hier meine 3 Kisten. Da vorne die eine und hier noch 2. Und meine 10 Diamanten habe ich auch noch da liegen, auch noch nicht eingesammelt. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich muss einfach hoffen. Ich sammle die Kisten aber jetzt noch nicht ein. Das mache ich dann tatsächlich, wenn ich die anderen Belohnungen wirklich alle habe und mache das dann so als allerletztes, damit ich mich richtig ärgern kann. Nein, wir gehen da frohen Mutes ran und hoffen einfach, dass es was wird. Also dann vielleicht bis morgen, falls morgen das Geburtstagsevent startet, dann werde ich auf jeden Fall mal kurz reinschnuppern und ein bisschen mitschneiden. Und ansonsten, ja, bis die Tage, bis im Laufe der Woche, bis irgendwann, bis spätestens eben das Event dann startet. Wir drücken einfach mal die Daumen für morgen. Euch einen schönen Abend noch. Bye, bye.